Ja, meine lieben Freunde der Volksmusik und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Eternium mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr an der Stelle da seid. Eternium ist halt ein Game, was ich tatsächlich mal vor einiger Zeit gespielt habe und eigentlich ganz interessant fand. Ich möchte es euch jetzt nochmal zeigen. Deswegen an der Stelle zeige ich euch, wie gesagt, es ist ein einfaches Spiel, relativ, also die Ressourcen werden nebenbei runtergeladen. Und es geht auch mitten los, also das ist das Tutorial so gesehen. Also man rennt wirklich rum, indem man sich so bewegt. Und ja, ermordet dabei wirklich irgendwie am Anfang Leute. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Es ist halt, ihr seht es ja, wie ich hier rumlaufe. Ich bin, genau, das ist halt dieses Tutorial. Man bewegt sich jetzt erstmal am Anfang hier rum. Ich kenne die Story dieses Spiels leider auch nicht. Ich habe es nur ganz kurz angezockt. Aber es funktioniert halt. Fähigkeit Ansturm gelernt. Ah! Okay, zusätzlich gibt es natürlich neue Fähigkeiten, die man hier lernen kann, wie ihr seht. So, jetzt rüsten wir ein paar Sachen aus. Ihr seht ja, ich bin, by the way, ein Mädel, also ist ja nichts Neues. Ja, und ich finde persönlich die Grafik relativ cool eigentlich. Also so für so ein Spiel ist das eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, relativ einfach würde ich sagen. Also, man muss sagen, es ist natürlich Tutorial. Also, ich nehme an, dass sie schon dafür sorgen, dass man jetzt nicht im Tutorial drauf geht, Leute. By the way, wenn euch sowas gefällt und ihr öfters sehen wollt, dass ich wieder mal auf YouTube aktiv bin, dann lasst doch mal ein Follow da. Und, was ist denn ein Follow? Abonniert mich, favorisiert mich, liked mich und kommentiert mich. Ich habe das Level beendet und, ja. Ich werde demnach jetzt anfangen. Ich weiß, dass es dir gelingen wird. Dein Schwert wird Tausende erschlagen. Deine Pläne werden den Dämonen ein Ende setzen. Und deine Worte werden Drachen zähmen. Das weiß ich, denn dazu hast du dich entschieden. Und die Zukunft hat sich bereits deinem Willen gebeugt. Ich weiß, dass es dir gelingen wird. Und doch frage ich mich, warum? Um die Lebenden zu befreien oder um den Toten ihr Gold zu stehlen? Und ja, Eternium. Das Game, was wir spielen hier und was ich auch gerne mit euch spielen möchte. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach weiterspielen kann ohne einen... Ja, willkommen zu Hause. Triff Alarion. Da, Alarion. Alter, weiter. Gut, dich zu sehen, Interfox. Woher kennst du mich? Ich habe etwas für dich. Es scheint, als würde er unter seinem Bart lächeln. Willkommen zu Hause, Quest abgeschlossen. Alarion, willkommen zu Hause, Interfox. Ich bin Alarion. Meister Xagan hat mich beauftragt, dich zu begleiten. Nimm diese Waffe und schwinge sie. Du wirst sie bald brauchen. Alarions Schwert. Quest abgeschlossen. Ja, ihr seht halt, die Grafik ist relativ cool eigentlich. So, ich rüste jetzt auch meine neue Waffe direkt aus. Oh, jetzt habe ich zwei Schwerter. Wie geil ist das denn? Stelle dich den Ruinen. Neue Quest. Interfox, ich habe eine Mission für dich. Geh durch das Stadttor zu den Ruinen der Toten und vernichte das Monster Eskarion, Himmelsbrecher und seine Schergen. Ziele, öffne das Stadttor. Geh hinein, Ruinen der Toten. Vernichte hier 10 Skelette, Ruinen der Toten. Finde Eskarion, Himmelsbrecher. Besiege Eskarion. Belohnung, Juwelen, Gold, EP und Verteidiger der Ruinen. Okay, Leute, ihr habt gehört. Das Schöne ist ja, dass es mir per Karte angezeigt wird, wo ich lang muss. Hier, Ruin der Toten, da gehe ich jetzt einmal rein. Ja, währenddessen werden natürlich coole Tipps angezeigt. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Es war jetzt halt ein relativ kurzes Tutorial, wenn ich es mal ehrlich sagen darf. Aber,
Dieses Handyspiel hat sich schon bei vielen bewährt. Es gibt auch einige, die das schon gemacht haben. Und ich habe mir überlegt, dass ich es auch machen möchte. Deswegen fangen wir einfach mal an. Und falls nicht, falls es euch nicht gefällt, lösche ich es halt am Ende wieder. Dies wird ein Let's Play, deswegen hoffe ich, dass ihr jeweils relativ gut einschaltet. Und ja, wenn euch weitere Videos mir gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch öfters mal auftaucht. Ich würde sagen, rennen wir mal los. Oh, Skelette mit Schilden. Und da kommen noch mehr. Oh, Sensenmänner. Mein Gott, wie wenig Schaden ich kriege, das ist... Schnitter. Ich habe einiges jetzt schon hier mitgenommen. Hier findet man nämlich auch so, wie ihr seht, einige Sachen finde ich an der Stelle hier. Ja, es hat ein relativ einfaches Game-Prinzip. Ui, ist... Cool, wie das einfach hier so aufgesprochen wird. So. Oh, langsam bekomme ich mal ein bisschen Körperteile hier dran. Ja, wie gesagt, ihr wisst ja, ich entscheide mich in der Regel grundsätzlich für einen weiblichen Charakter, weil das für mich einfacher, beziehungsweise weil ich das eher feiere und das so fühle. Joa, ihr seht, ich nehme hier gerade alles so auseinander. Ich meine, es schadet ja nicht, ne? Zombies! Verfaulender Zombie, davon gibt es... Boah, sind hier viele. Na dann, gehen wir mal weiter noch. Ich hoffe, dass der Ton so in Ordnung ist. Falls nicht, ich werde mir das Video im Nachhinein nochmal angucken und werde den Ton dementsprechend auch anpassen. So, erstmal gucken, was wir hier drin haben. Oh, ich werde von einem Skelett abgeschossen. Das interessiert mich aber relativ wenig. Man sollte alles hier gut... durchsuchen. Da ist Iskarion Himmelsbrecher. Ah, dafür war der Ansturm also super gut. Oh mein Gott, der sieht ja schwach aus. Hier geht's nicht weiter. Gut, dann habe ich die nächste Mission abgeschlossen. Erstmal gucken wir, was wir jetzt natürlich hier haben. Schweres Sabathos. Gewöhnliches Schwert. Okay, das bringt uns nichts. Okay. Danach schließt man die Mission also einfach ab. Wow. Okay, das geht cool. Beliebigen Gegenstand verkaufen. So. Ja, das Spielprinzip ist wirklich mega einfach. Das muss man ja sagen. Stelle dich in den Ruinen. Quest abgeschlossen. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Du hast Iskarion und den Himmelsbrecher bezwungen und bist unbeschadet zu mir zurückgekehrt. Dafür gebührt dir mein Dank und dieses Rüstungsteil. Ja, Dankeschön an der Stelle. Oh. Das hat natürlich jetzt... Das macht mir natürlich super. Hier geht's auf die nächste Quest. Verbessere deine Fähigkeiten. Du kannst die Kraft deiner Fähigkeiten erhöhen, indem du sie verbesserst. Beginne mit der Verbesserung einer deiner Fähigkeiten. Öffne das Inventar. Greife auf deine Fähigkeiten zu. Beginne mit der Verbesserung deiner Fähigkeit. Drücke auf Annehmen, um die Quest anzunehmen. So. Dann werde ich nun auf Fähigkeiten klicken. Okay. Ah, ach so, okay, so verbessert man die.
Okay, das dauert jetzt 9 Minuten. Die Zeit gönne ich mir einfach erstmal kurze. Wie gesagt, Eternium ist ein. Ist ein, soweit ich weiß, ein Einzelplayer, also ein Singleplayer-Game. Während das verbessert, das dauert ja gerade einen Moment. Währenddessen können wir uns ja mal ein bisschen hier umgucken. Was wir noch hier haben. Also es gibt hier sowas wie Freunde oder so. Ist halt, muss ich Story Level 7 machen. Das dauert halt ein bisschen. Deswegen gucke ich mich gerade einfach noch ein bisschen um. Die Musik ist sehr, sehr episch. Finde Markus Neuquest. Dein alter Freund Markus wäre ein toller Begleiter bei deinen zukünftigen Aufgaben. Finde ihn in seinem Dorf. Die Quest nehme ich ebenfalls an. Aber damit würde ich sagen, beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.